Heute zu Gast bei uns Ephraim Kishon, in dessen Keller zig Schneidemaschinen lagern, weil es auch die beste Ehefrau von allen nicht geschafft hat, eine zu finden, die die Salami so dünn schneidet, wie er es gerne hätte. Namen Herr Kishon. Schön, ja, dass Sie da sind. Ich habe das Buch auch gelesen. Hat Ihre Frau da ausgeplaudert. Ja, das hat meine Frau gegen mich geschrieben. Es war schon Zeit dafür. Trotzdem kennen wir Ihre Frau fast alle aus Ihren Romanen. Nebenbei hat der Mann nämlich, guten Abend übrigens, schön, dass Sie da sind, 48 Millionen Bücher weltweit verkauft. 48 Millionen, ein Wahnsinn. Gleichzeitig was Neues veröffentlicht. Das Neue heißt Und was machen wir am Nachmittag? Ja. Ist jetzt gerade rausgekommen, vor 4 Wochen. So sieht es aus. So sieht es aus, genau. Sollten Sie lesen. Ich habe hier gewagt über mein eigenes Land. Sie wissen, ich bin ein sogenannter pro-israelischer Schriftsteller. Das ist sehr selten, kommt vor in Israel. Und ich habe eine Satireband geschrieben. Und Sie haben es gewagt? Gewagt, ja, weil ich habe auch über meine Familie verschiedene Satiren geschrieben, obwohl ich meine Kinder in Affenliebe. Ja, aber was hat das damit zu tun? Ja? Und last but not least sind Sie momentan gerade in Berlin an der Arbeit, an der Inszenierung Ihres eigenen Theaterstücks, der Vaterschaftsprozess des Josef Zimmermann. Was es damit auf sich hat, werden wir heute Abend noch erklären. Ein spannendes Thema, ein eigenwilliges Thema, ein Kishon-Thema. Mich würde aber viel mehr interessieren, in Ihrer linken Hosentasche, was haben Sie da heute? Ich habe zwei Kämme und einige Gummiringe. Mir nicht? Weil Ihre, genau wieder die beste Ehefrau von allen, Sarah, hat gesagt, Sie hätten immer eine kleine Box, eine kleine Notbox für das unterwegs mit Tabletten. Das ist nicht in meiner Tasche, das ist hier. Und was ist das? Wollen Sie es sehen? Ja. Bitte sehr. Hier ist das. Der Apotheker ist hier. Die ist ja wirklich klein. Wollen Sie die Gummiringe sehen? Auch interessant, ja? Wozu brauchen Sie Gummiringe immer? Ja, man braucht es immer. Immer braucht man im Leben Gummiringe und nie hat man es. Sie wollen etwas einpacken, ein Sandwich, etwas, ja? Sie können es nicht, es immer öffnet sich. Ich gehe immer mit Gummiringe, mit meiner Apotheke, käme. Was ist denn in der Apotheke jetzt aktuell? Na, wenn ich jetzt alles erzähle, dann es wird zu lange dauern. Alles, was man bei einem Fahrrad braucht, ja. Es ist solche, wenn man hustet, wenn man zu müde ist, wenn man zu schläfrig ist, wenn man schlafen möchte, wenn man den Magen verdorben hat. Und sehr einfache Mittel, ja. Aber es ist eine Erfahrung von vielen Jahren ist da drin, ja, in dieser kleinen Schachtel. Und ich brauche nichts anderes. Ihre Frau schreibt, Sie seien ein Hypochonder, aber was gemein daran sei, dass Sie auf dem Wege gesünder seien als Sie selber. Sie lügt einfach. Sie lügt. Ja, ich bin nicht der Hypochonder, sie ist der Hypochonder. Ja, es ist geschrieben in der Bibel, das ich zufällig gut kenne, weil ich muss Hebräisch schreiben, ja. Ja, dass jeder verurteilt seine Nächste in seine eigenen Fehler. Ja, also wenn er ist geizig, das findet immer der andere sind geizig. Ja, und wer Hypochonder ist, das findet immer der andere sind Hypochonder. Nein, ich bin gar nicht Hypochonder, nur ich bin ein vorsichtiger Mensch und probiere, wie soll ich sagen, nicht lange leben, sondern gesund bleiben. Aber Sie quälen sich doch auch ein bisschen damit. Konnte man auch wieder lesen? Vielleicht stimmt es gar nicht. Vielleicht hat die Sarah das auch wieder falsch beschrieben mit dem Schwimmen zum Beispiel. Das ist eine tägliche Qual und trotzdem machen Sie es immer. Ja, aber sagen wir, das ist der Letzte, was auf, möchte ich auf meine Frau's Bücher antworten. Ja. Ich schwimme seit 30 Jahren jeden Jahr, jeden Tag, auch heute. Quälen das ist ein eiserner Prinzip, dass ich jeden Tag schwimme. Weil so möchte ich vermeiden, eins, dass ich Rückenschmerzen habe und das offene Herzoperation und alles, was in meinem Alter schon eigentlich so aktuell ist. Und es ist auch gelungen. Ich sage zu jeder, der es leisten kann, ja, nicht viel, nur jeden Tag schwimmen. Was ist das Motiv? Sie haben gerade gesagt, ich will nicht lang leben, aber ich will gesund leben. Ja. Ist es also die Lust daran, dass ein Altersprozess zu verhindern, oder ist es tatsächlich die Angst vor dem Tod? Nein, die Jugend will ich verlängern, wenn ich sagen darf.
Altersprozess kann man leider nicht verhindern, nur kann man verschieben ein bisschen, ja. Ich glaube, ich lebe sehr gesund und ich muss es tun, weil ich lebe unter unglaublichem Stress, ja. Ich habe viele Vorstellungen, viele solche Bücher und so, viele Sprachen. Und jede solche Angelegenheit ist ein Vertrag, ist eine Debatte, ist ein Advokat, ich weiß nicht was. Ja? Und deswegen, ich probiere, wie gesagt, viele Vitamine schlucken. Und das tue ich auch seit vielen Jahren. Und auch jeden Tag schwimmen. Ja? Und nicht zu rauchen, nicht zu trinken. Damit ist beendet. Mhm. Aber jetzt könnte der ein oder andere Arzt daherkommen und sagen, reduzieren Sie doch einfach den Stress. Im zarten Alter von 74 darf man sich doch auch mal eine Pause gönnen. Warum sind Sie so rastlos? Na, das ist ein sehr dummer Arzt, wenn er so etwas sagt. Immer sagt man, machen Sie nur, was wichtig ist oder wenn Sie Lust haben. Ja, und ich mache wirklich nur das. Aber alles ist so wichtig und ich habe alle für alles Lust. Ich habe jetzt dieses Buch geschrieben, ja, welches ist 330 Seiten. Und es war nicht kleine Arbeit. Ja. Probieren Sie einmal ein Buch schreiben. Oder kopieren ein Buch. Ja. Und in derselben Zeit, ich inszeniere auch eine Uraufführung. Also das heißt, ich muss es immer wieder schreiben. Wie soll ich es machen ohne Stress? Fragen Sie diesen Arzt, wie er schafft es. Ja, der würde Ihnen sagen, schreiben Sie nur ein Buch und lassen Sie die Inszenierung sein. Nein, es ist, ich, parallel kann man nicht machen. Ich, wie soll ich sagen, ich habe mich überholt, oder wie sagt man, um dieses Buch einen Tag vor der Regiearbeit zu beendigen. Ja, parallel kann man nicht. Ein Autor, der auch die Regie macht, ja, er ist Fulltime-Job. Das hat Schwierigkeiten, kann ich Telefon antworten oder herkommen. Sie haben eben erzählt, Sie lieben es zu inszenieren, aber Sie hassen es eigentlich zu schreiben und quälen sich damit. Ich wollte nicht sagen hasse. Es ist so etwas, wenn Sie eine Frau fragen würden, hassen Sie schwanger sein? Ja? Dann würde er sagen, nein, ich hasse nicht, weil ich will ein Baby haben. Also bin ich ungefähr mit meinem Buch. Ja? Dass ich will ein Baby haben, das Buch ist wunderbar in der Hand halten. Es erscheint, ich weiß nicht, japanisch, das ist ein wunderbares Gefühl. Aber der Prozess dieser 9 Monaten ist nicht ein so sehr Vergnügen. Und ich habe nicht gerne zu schreiben und jeder, der Ihnen sagt, Anne, dass er gerne schreibt, ist ein Grafoman. Ja? Sie wissen, was er bedeutet. Ja? Er hat es gerne, die Tätigkeit. Ja? Und ich schreibe noch dazu in andere Richtung, von rechts nach links. Sie schreiben alle Werke in Hebräisch? Ja. Auch dieses Stück habe ich Hebräisch geschrieben und dann Deutsch übersetzt. Und Sie schreiben in verschiedenen Orten, oder an verschiedenen Orten in Tel Aviv. Im Appenzell gibt es noch eine andere Möglichkeit, für Sie zu schreiben, Ihre andere Wohnung. Da steht der baugleiche Schreibtisch, stimmt das? Mit den selben Stiften, ganz genau Faber Castell 3B. Ja? Ganz genau dasselbe. Solche Kopie, das, ich muss nur hier die Hand aufstrechen und immer erreiche dieselbe Sachen. Nur so kann ich sparen, etwas, wovon ich wenigstens habe, Zeit. Ich habe alles im Leben, Zeit habe ich nicht. Geht es wirklich nur darum, Zeit zu sparen oder brauchen Sie diese Verlässlichkeit? Sie kommen hin, der Schreibtisch ist da, er ist genauso wie in Tel Aviv. Na, natürlich, es ist auch angenehm, ja. Aber ich will, angenehm oder ist es schon fast zwanghaft? Nein, nicht zwanghaft. Nichts dran gehabt. Nur es ist, warum soll ich fortwährend suchen, wo ist dieser Bleistift, wo ist er? Immer ist auf der linken Seite ist der Schachcomputer. Weil das Schreiben ist so langweilend, dass ich spiele Schach gegen den Computer. Währenddessen? Während man schreibe. Während das Schreiben. Und der piepst dann und hat den nächsten Zug gemacht? Ja, ja. Kennen Sie Schachspielen? Ne? Ja. Na, dann wissen aber schlecht. Sie es. Ja, ja. Ich spiele sehr gerne Schach und das ist ein Opfer vor meinem Zeitmangel, dass ich nicht mehr spielen kann. Das ist eine der schönsten Sachen. Ich übrigens habe auch einen Schachcomputer programmiert. Es ist in Amerika erzeugt, in Florida, und es heißt Kishon. Kishon. Hier sitzt jemand, auf dessen Namen ein Schachcomputer genannt wurde. Sie haben dieses Buch jetzt veröffentlicht über Ihr Land, über Israel. Und da gibt es eine Kritik hinten dran im Buch schon, wo einer sagt, es ist
Israel natürlich, wie Kishon es darstellt, humorvoll, ein bisschen eigenwillig, ein bisschen vielleicht auch chaotisch, aber so ein Land, wo man sofort hinkommen will, wo man sofort hinfahren will. Das ist ein großes Kompliment. Meine Meinung. Darf ich fragen, die Herrschaft, waren Sie schon in meinem Land? Nein. Nein, nein, das, ich gehe weg. Ja, ein Kulturmensch hat das Heilige Land noch nicht besucht. Wir brauchen Ihr Geld auch sehr dringend. Ja, das muss ich nicht sagen. Aber es ist ein außerordentlich interessantes Land. Einmalig in der Weltgeschichte und einmalig in diesem Jahrhundert. Ja? Ich glaube, das ist der Wunder von diesem Jahrhundert. Kommen von anderen Welt, Leute, Engländer und Äthiopien und Ungarn und so, und machen ein perfektes, demokratisches, nach meiner Meinung zu demokratisches, zu freies, aber ein sehr schönes Land. Kommen Sie einmal, wirklich, es ist so, es ist aus reiner Neugier. Und glauben Sie nicht, was Ihre Fernsehsender, das ist ganz ruhig, können Sie kommen. Glauben wir denn dem, was da Kishon schreibt über das Land, das stimmt? Oder glauben wir dem überhaupt nicht? Schauen Sie, ich schreibe hier sehr sarkastisch über meinem Land, aber wer lesen kann zwischen die Zeilen, es fühlt es, dass ich, ein Überlebender der Holocaust, ja, ich bin außerordentlich glücklich, dass ich erste Generation bin, nach 2000 Jahren, welche nicht eine Minderheit ist. Ich habe israelische Passport. Ich bin Ihre Gast, ja. So faszinierend Sie das Land beschreiben, und wir werden es sicher irgendwann mal besuchen. Wie kommen Sie dann darauf, dass Sie das andere Domizil in Appenzell ausgerechnet in der Schweiz haben? Oh, mein Lieber, diese Frage hat man mir so viele Leute gefragt. Echt gut, dann stellst du an, warum nicht Budapest? Ja, Emma hat mich dasselbe Frage. Wissen Sie, das war vor 18 Jahren. Wenn ich die Aussicht diese gekauft. Und dann, ich war in Holland und hatte eine fortschrittliche holländische Interviewer, dasselbe Frage, Herr Kishon, warum eben in Schweiz, warum in Amsterdam? Habe ich gesagt, ich habe Schweiz gerne. Hat gefragt, warum? Habe ich gesagt, wegen die Toiletten. Waren Sie schon in einer Schweizer Toilette? Absolut, das ist ein Traum, ja. Also, das alles ist Marmor oder wie sagt man es, und das ist dieser reine, man würde am liebsten einziehen, ja, es ist, so ist es. Da hat er mir gesagt, wie so sarkastisch, wie die Anne lacht, hat mich gefragt, na Herr Kishon, es ist alles wunderschön, aber es gibt noch einige interessantere Plätze. Man sagt auch, Paris ist nicht so uninteressant. Habe ich gesagt, das ist eine Geschmackfrage. Wer schmutzige Toiletten gern hat, geht nach Paris. Ja. Warum nicht Budapest? Lieber Freund, ich bin in Ungarn aufgewachsen. Ja. Aber Sie wollten mich verbrennen. Bitte nicht vergessen. Ja? Dass ich hier sitze, es ist ein Zufall, dass ich geflohen bin auf die polnische Grenze. Sie haben mich ausgeliefert zu dem Vernichtungslager Sobibor. Ja. Und ich kann es nicht vergessen, ja. Aber in Muttersprache, Universität, alles habe ich dort. Und wenn ich dort bin, ich fühle mich nicht zu Hause, weil dazu muss man auch emotionell fühlen. Ich bin ein ganz fremdes Land, wo ich jedes Wort verstehe. Nicht nur jedes Wort, jedem Murmeln verstehe, ja. Aber ich bin kein Ungar. Diese Frage Budapest, ja, ist eigentlich absolut überflüssig. Ja. Sie wurden trotzdem 1924 in Budapest geboren, als Ferenc Hoffmann. Ihr Vater war Bankkaufmann da, Bankdirektor sozusagen. Solange ein Jude Bankdirektor sein konnte. Mhm. Schon in 1938, die jüdischen Gesetze haben es verboten. Und da waren wir sehr, sehr arm. Sie können nicht vorstellen, wie arm. Ihr Mann, Ihr Vater als Bankdirektor war ein lebensfroher Mann. Sie haben gesagt, was Sie an ihm beneidet haben, war, dass er eben, weil er unkreativ war, so lebensfroh sein konnte. Er war nicht unkreativ, nur er konnte nicht, was zu tun. Was macht ein Bankdirektor, wenn er kein Bankdirektor sein kann? Ja? Was kann er machen? Er hat keine andere Profession gehabt. Und ich habe ihn nicht nur beneidet, sondern es ist für fast unverständlich. Er war ein Mann voll mit Lebenslust, wenn er nicht den Heller in der Tasche hat. Ja. Und er war immer aufgestanden, voll mit Glück, dass er lebt und alles ist und es regnet und das ist so wunderbar. Also ich bin der Gegenteil. Ja. Meine Tasche ist voll und ich bin so.
weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich bin ein Schriftsteller, kreative Person. Aber das ist eine Strafe dafür. Aber bestimmt auch aufgrund der Erlebnisse, die Sie in Ungarn haben mussten. Sie waren auf einem Todesmarsch in einem Lager, in dem drei Menschen nur überlebten, unter anderem Sie. Ja, so ist es, ja. Wir waren 230 Menschen, Junge von Budapest, drei sind lebend geblieben. Wissen Sie, Sie können sagen, na, bravo, nein, es ist eine Glückfrage. Verschiedene Wunder sind geschehen. Sie können lesen in meinem Buch, ist zu lachen. Ja, ja, eine Biografie, ja. Aber ich trage nicht in mich den Schicksal von Holocaust-Opfer, weil ich habe die Vernichtungslager nicht erreicht. Meine Probleme waren, ich habe lange Zeit gelebt als Nicht-Jude, welche mir sehr leicht gegangen ist, weil ich habe ausgesehen wie Hitlerjugend-Ideal. Ja. Sie haben darüber geträumt, so auszusehen. Ich meine, mindestens Goebbels. Ja. Sie sind angekommen in einem Arbeitslager und haben gegen den Lagerkommandanten Schach gespielt. Jetzt haben Sie eben gesagt, Sie spielen immer noch Schach. Wir haben uns eben gefragt, vielleicht verstehen wir es, aber wir verstehen es nicht. Warum Sie das noch tun? Man hätte auch dazu gehen können, sagen, das mache ich nie mehr. Da ist ein Missverständnis. Der Schach hat mir nicht keine Schwierigkeiten, ganz mein Leben gerettet. Ja? Der Schachkommandant hat angeschaut ein Spiel, was ich dort mit einem kleinen solchen Schachbrett gespielt habe, mit der junge ungarische Schachmeister, ja, der auch besser war als ich, auch vernichtet. Und die Ungarn haben auch ihre olympischen Sieger verbrannt. Also er hat gesehen und hat mir gesagt, es ist nicht der richtige Zug. Ich habe gesagt, ich melde gehorsam, Herr Befehlshaber, es ist der richtige Zug. Nein, es ist, ja, habe ich gesagt, das ist im Buch Jesa Marozzi und Sie können es in die letzte Seite lesen, wo da ist geschrieben, es war ein Druckfehler, mein Zug ist richtig. Er ist nach Hause gekommen, zurückgekommen, hat gesagt, Hoffmann, Sie kommen mit mir. Und hat mich in seinem Büro ganz gegen alle Gesetze gesetzt. Er hat mir alle Zeichen weggenommen, dass ich ein Jude bin. Und dort war es meine einzige Pflicht, war gegen ihn Schach spielen und immer siegen. Und die habe ich ihm gelehrt. Na, ich habe schon dann ein Schachbuch geschrieben. Ich war sehr gut. Sie mussten siegen gegen ihn. Das war. Bitte? Ich habe jetzt nicht richtig verstanden. Sie mussten siegen gegen ihn? Ja, er hat mich gehalten, weil er so gut gefunden hat, dass ich so gut spiele. Ich musste nur dreimal verlieren, da sagte er, warum halte ich ihn hier? Ja? Er war nicht verliebt in mich, sondern in Schachspiel. Es ist Ihnen gelungen zu fliehen aus dem Lager, Sie kamen nach Budapest zurück. Ja, das hat mir geholfen, entschuldige, dass ich unterbreche, aber will ich antworten zu Anna. Wegen des Schach war ich in diesem Büro von den Befehlshaber, ich weiß nicht, wie man es nennt, und da habe ich Zutritt zu den Dokumenten von slowakischen Arbeitern. Ich konnte stehlen ihre Dokumente. Mhm. Und ich konnte auch ihre Kleider stehlen. Es war eine solche Duschraum, ja, wo sie haben sich ausgezogen. Und nie konnte ein Jude hinkommen, aber ich war als Nicht-Jude dort. Und da habe ich für mich und einen Freund von mir gestohlen. Anders konnte ich es nicht machen. Ja. Und so kann man sagen, dass ich habe keinen Grund Schach gegen Schach sein, sondern umgekehrt. Mhm. Er hat mein Leben gerettet. Hat ihn immer wieder das Leben gerettet. Sie. Ja, also ganz klar. Ich spiele verhältnismäßig als ein Schriftsteller sehr gut, aber wenn ich spiele gegen Kasparov und Karpov, das ist ein Witz. Ja. Es ist Ihnen gelungen zu fliehen. Sie haben überlebt in einem Keller mit ihrem Vater, ihrer Schwester zusammen und in der Zeit auch angefangen zu schreiben. Ich glaube sogar genauer, als sie es auf ihre Schwester warteten. Es war nur meine Schwester, wenn Sie erlauben. Also nicht wichtig, ja. Doch. Bis heute kann ich es nicht verstehen. Sagen Sie, wenn jemand sich zu Tode verurteilt fühlt, dann in solche Lage schreiben in allgemeinem Leute auf den Datum, auf den Wand und schreiben, ich war hier und ich werde bald nicht hier sein und ich schicke meine Eltern, ich weiß nicht so etwas. Oder schreibt man, verflucht sollen alle, Gott soll. Und ich weiß nicht, statt dieser, ich habe begonnen, ein
Roman zu schreiben. Ein so kleiner Roman, 40 Seiten. Ja. Da habe ich es auch beendigt, weil die Deutschen haben eben dort den Front gehalten gegen die Rote Armee. Ja. Und ich habe es vergessen, diese Romane. Aber es ist eine lange Geschichte. Das hat bei mir Ende. Doch, bei mir ein Schriftsteller. Ich habe einen großen literarischen Preis gewonnen. Ja, Sie hatten geschrieben, Mein Kamm noch dazu. Mein Kamm über die Glatzköpfe, die verfolgt wurden. Ja, die Verfolgung der Glatzköpfe ist überflüssig zu sagen, was ich damit sagen wollte. Und es ist kein Zufall, dass Mein Kamm so ähnlicher Titel ist, was meine Kollegin von mir geschrieben hat. Also, 50 Jahre später habe ich es neu geschrieben. Ja? Ich habe gesagt, dieses Buch hat von mir ein Schriftsteller gemacht. Dann es gehört dazu, dass ich damit vielleicht beendige meine Tätigkeit. Aber er hat meine Versprechen nicht gehalten. Hier ist mein Buch. Ja. Ja. Sie haben es geschrieben, als Sie auf Ihre Schwester warteten. Hat Ihnen das... Nicht warteten, sie hat mich erreicht in diese... Welche? Erste Version? Die erste Version. Erste Version, ich habe es erreicht, ein ausgebombtes Haus. Ja, und dort bin ich heruntergegangen. Aber das hat gehört zu einer noblen Ungarn, der uns gerettet hat. Ja, besser gesagt, zu seiner Schwester hat gehört. Und meine Schwester hat auch erreicht diese Platz und wir beide waren dort. Ja, meine Eltern waren nicht mit mir. Schauen Sie, ich erzähle Sachen, die wirklich nicht dazu gehören. Jetzt. Aber es war so, dass eine jüdische Familie, wenn sie haben sich versteckt, sie waren nie zusammen, dass mindestens ein soll im Leben bleiben. Ja? Und deswegen mein Vater und meine Mutter waren an einem anderen Ort und ich mit meiner Schwester. Wir wollten die russische Linie erreichen. Aber wie gesagt, ich habe 6 Wochen lang haben die Deutschen dort, die Russen, eben wo ich war. Ich war in der Mitte, ja. Ich habe gelebt mit Kanonenmusik oder wie soll ich nennen. Und da habe ich es geschrieben. Es ist sehr primitiv war es und sehr, wie soll ich sagen, was wie ein junger Mann in diesem Alter schreiben kann, ja. Aber er hatte etwas. Eine solche fundamentale Wahrheit, was nur ein Autobiografie haben kann. Wie gesagt, ich habe einen Tag gewonnen, die erste literarische Preis. Und ich war ein Bildhauer. Ich bin aufgewacht, also, was geht hier? Ja? Es war für eine solche Überraschung, Anne, wie wenn man sie verständigen würde, dass sie sind gewählt als der Sekretär von den Vereinigten Nationen. Ja? Was? Ich bin eine sehr gute Ansagerin, aber so habe ich gefühlt. Aber Ende wurde ich als Schriftsteller. Sie haben noch eine Zeit lang in Ungarn gelebt. Haben Sie am Anfang gedacht, der Kommunismus könnte was sein, was eine Alternative ist? Wir alle haben gehofft, ja. Die Logik war so einfach. Haben gesagt, ein System, das die Nazis so hassen, muss ein sehr gutes System sein, ja. Mr. Bild, und hat es sich herausgestellt, das ist dasselbe. Ja. Und dann, ich war ein bekannter Schriftsteller, ein Liebling von dem System. Ich habe schon Theater geschrieben und der größte Zeitung, ich war in der Redaktion ein wichtiger Mitglied. Und die stalinistische Ära, die Leute, die den öffentliche Meinung geprägt haben, waren sehr verwöhnt, sehr verwöhnt. Ich will jetzt nicht in Kleinigkeiten hineingehen. Zum Beispiel, wir könnten in jedes Fahrzeug fahren, ohne zu zahlen. Ja? Mhm. Zug, Flugzeug, alles. Ohne zu zahlen. Es war ein hat man uns gekauft. Ja? Und ich war so verwöhnt, dass ich war ein Liebling von dem Kultusminister. Und ich habe alles dort gelassen, mein Vaterland, was ich habe geglaubt, in meiner Muttersprache. Und ich war überglücklich und ich bin gegangen nach Israel in der Sandwüste zu meinem Kibbutz Pferde zu züchten und jeden Tag bin ich aufgestanden und habe ich, wie glücklich ich bin, dass ich nicht. Hat man fragt mich, na was war so schlecht? Und ich sage es, ich habe gesagt und ich sage auch, das Schlechteste war nicht das Lebensniveau, weil ich habe auch gehört, ein Lebensniveau, verwöhnte Person. Musste man lügen, ganze Tag lügen.
Volk wären Lügen. Einer mit dem anderen, mit dem besten Freund und mit den Kindern musste man lügen. Ja? Wenn man nicht gewusst, wie es, das ist der Stalinismus, welcher ist. Na, gut, dass er... Wir fragen Sie in dem Gespräch jetzt unheimlich oft irgendwie, wie ist das zu verstehen? Wie können Sie uns das erklären? Jetzt das Nächste. Sie haben Hebräisch gelernt und fangen an, in Hebräisch zu schreiben, obwohl Sie ja in Ihrer Sprache vorher sich bestens auszudrücken verstanden. Sie wussten, dass Sie was können und nehmen nun eine andere Sprache an. Da auch wieder die Frage, warum haben Sie nicht zum Beispiel Hebräisch als eine Art Alltagssprache für sich benutzt, aber weiterhin in Ungarisch geschrieben? Ja, die Frage ist richtig, aber die Antwort ist, als Antwort ist auch richtig. Schauen Sie, ein Emigrant, Schriftsteller, wenn er schreibt in eigener Sprache, in einem fremden Land, er lebt immer in der Seite der Gesellschaft. Er ist in die Hände von verschiedenen schrecklichen Übersetzern. Ja? Und er weiß nie, wie gut sie oder schlecht sie übersetzt haben. Er arbeitet mit kleinen Zeitungen, welche noch ungarisch erscheinen und so. Ich habe entschlossen, ich will ein Israeler zu sein. Und ich habe also Mission Impossible. Ich habe Hebräisch perfekt gelernt. Aber ein Jahr war ich in einer Hochschule, welche der jüdische Staat hat für besondere Leute gemacht, die ein ganzes Jahr, es war, dort haben sie gelebt, geschlossen, ja. Und dort habe ich gelernt Hebräisch 18 Stunden im Tag und auch ein kleines Wörterbuch auswendig gelernt. Und so ist es, dass ich heute viel besser Hebräisch kann als meine eigenen Kinder, die ihre Muttersprache sprechen. Nun wissen Sie um die Kostbarkeiten der beiden Sprachen. Gibt es was, was man auf Hebräisch viel besser sagen kann? Nein. Die ungarische Sprache ist viel reicher. Liebe Anne, die hebräische Sprache ist 70 Jahre alt, ja. Der ungarische mindestens ist 1000 Jahre alt, ja. Und wir schreiben, wie der Bibel geschrieben ist. Nicht wie der Altdeutsch ist, eine ganz fremde Sprache, sondern ganz genau wie der Bibel geschrieben. So schreiben wir heute. Und es ist eine unglaublich schwere Sprache, weil erst, wie gesagt, die Richtung, ja. Andere Buchstaben und was sie nicht wissen, dass in hebräischer Sprache schreibt man nicht die Vokale, nur die Konsonanten. Na, was sagen Sie dazu? Schwierig. Ne? Schwierig. Ja, schwierige Aufgabe. Was ist Ihre Familienname, Anne? Will. Will? Will. Es ist zu kurz. Schneider, ja. Schneider. Hebräisch schreibt man S-N-D-R. Das ja, dann so eine Art Stemmo, fragen natürlich, ne? Dann, wovon weiß man, dass ich Schneider ist? Man weiß nicht. Man muss nicht alles wissen. Ja. Das ist eben das Schöne in der Sprache, dass es so viel Platz hat für die Fantasie. Verstehen Sie? Also Sie können Schinder, Schunder, Schedur, Schindur, alles ist man möglich. Kann auch aus Kishon Kishon machen. Das Kishon, ja, ja Kushin, Kishin, das ist das. Das war ja, jedes Wort ist ein Rätsel. Ja, das ist so wunderschön. Als Sie nach Israel kamen, hießen Sie ja noch Ferenc Kishond. Kishond. Da, mit D? D. Mit D. Ja. Und das D hat man Ihnen genommen? Gut, ein kleiner Beamter hat gefunden, dass das D ist überflüssig. Kishon ist ein Fluss, ein Nebenfluss von Jarden, ist ein biblisch, in der Bibel erwähnter Fluss. Und er hat geglaubt, warum ein Kishond, warum muss man diese D zufügen? Hat er das gelassen. Und wenn ich gesagt habe, Ferenc bin ich, dann hat gesagt, Efraim. Wie gesagt, Ferenc. Hat gesagt, ich werde es nie vergessen. Hat gesagt, so ein Name existiert nicht. Next. So habe ich meinen Namen bekommen. Ja. Ihre Familie, also Ihre Eltern, Ihre Schwester, Ihre Tante, das waren die Einzigen, die den Holocaust überlebt haben. Ja, und Sie sind die mitgegangen damals aus Ungarn weg? Ich bin allein weggegangen mit meiner ersten Frau. Die beste Ehefrau und dann ist die zweite beste Ehefrau. Und sie ist eine Wienerin und mit ihr sie lebt in Tel Aviv, eine sehr gute Freundschaft. Und mit ihr bin ich geflohen von Ungarn, stalinistischer Ungarn. Ja. Und ich war die einzige Schriftsteller, die es geschafft hat. Ja. Ich war auch verflucht und mein Name ist in, wie nennt man, schwarze Rahmen erschienen als der Verräter des
Volkes, des Volkes. Und dann sind meine Eltern sind nachgekommen mit einer besonderen Erlaubnis, dass alte Leute hat man nicht erlaubt, sondern weggeworfen, ja, sie könnten hinauskommen. Kleine 3000 Leute. Und so sind meine Eltern angekommen und sie haben in Israel gelebt, ja. Und meine Mutter hat mir immer Vorwürfe gemacht, warum sprechen wir diese unmögliche Sprache und nicht Ungarisch, ja. Meine Kinder, was ist das? Ja, ich kann es verstehen. Und Ihre Schwester blieb in Ungarn? Ja. Hm. Meine Schwester war 25 Jahre verheiratet mit einem englischen Gentleman aus reinem Missverständnis. Und aus reinem Missverständnis? Ja, aber sie haben gelebt in Cardiff, das ist das langweiligste Stadt der Welt. Aber sie ist in Israel und lebt in Israel, natürlich. Ich lebe auch, alle meine Kinder, meine Hunde sind in Israel, alle. Ja, aber ich habe ein sehr schönes Haus in Appenzell. Und so, dort schreibe ich, wie Sie es gesagt haben. Dieses Arbeitszimmer in Appenzell ist, wenn wir das richtig aus den Reportagen gelesen haben, vollkommen abgedunkelt. Es ist nicht wahr, dass abgedunkelt, isoliert ist es. Schallgedämpft ist es, weil ich kann nur in totaler Isolation schreiben. Die kleinste Geräusch stört mich. Ich kann nicht schreiben, wenn der Telefon klingeln kann. Und ab und zu ist dort in der Höhe von den Alpen, ja, es ist mir so isoliert, wie es ein Schriftsteller nur träumen kann. Darüber. Gibt es da ein Fenster in dem Zimmer? Ja, hinter mir, aber das Fenster geht in der Höhe der Wolken, ja, das ist, ich bin nicht in Appenzell, ich bin über Appenzell. Meisters Rüte ist es. In Ihrem Haus in Israel ist aber, glaube ich, kein Fenster. Nein, mein Haus ist in Afrika, neben der Universität. Als ich es selbst gebaut habe, ich habe einen Film gedreht, welcher riesige Erfolg, ich habe es investiert. Und da war es ein Sandwüste, das war das erste Haus. Heute ist ein wunderschönes Viertel von kleinen Häusern. Es ist verboten, mehr als einen Stock zu bauen. Und kommen Sie besuchen, na, dann werden Sie sehen, überrascht sein. Bücher entstehen offenbar auch im Kopf. Sie sagen, Sie arbeiten isoliert und trotzdem hören Sie dann die Geräusche vermutlich wieder, die Sie vorher aufgenommen haben, wie beim Blaumilchkanal, den Bohrer, und dann fließt es in die Feder. Und dann gibt es sogar Filme darüber und einen kleinen Ausschnitt aus dem Blaumilchkanal wollen wir Ihnen auch nicht vorenthalten. Darf ich reinschauen? Ja. Hat der Steuerzahler überhaupt keine Rechte mehr in dieser Stadt? Rabbi! Würdest du es wagen, den Bürgermeister früh um 5 aus dem Schlaf zu reißen? Deine Sorte kenne ich genau, Freundchen. Ihr denkt an nichts anderes als an euren Lohn, an Überstunden, an Streiks. Sie haben vollkommen recht, Herr Zuckermann. Ich sage auch auf immer... Ihre Zustimmung kann ich verzichten, Dr. Gillon. Sieh dir doch den Pullover. Ich will keine Pullover. Ruhe! Sie wecken ja die halbe Stadt auf. Die Leute schlafen doch noch alle. Was soll denn das? Wollen Sie übers Kabel fahren? Wie könnte denn die Ellenby sperren, die meistbefahrene Straße der Stadt? Ich bin kein Ingenieur. Zurück mit der Karre. Wohin denn zurück? Ganz egal, wohin. Sie müssen zurück. Wie soll ich denn zurück? Zurück, habe ich gesagt. Hey, sind Sie blind? Sehen Sie denn nicht, dass rot ist? Überall rot. Hast du einen Stich? Warum hupst du und dauernd, du Schwachkopf, du? Idiot, ich werde dir zeigen, wer ein Schwachkopf ist. Und das ist doch... Ich kann doch nicht hier ein Schwachkopf. Ich hupe gar nicht mehr. Hast du verstanden? Hey, Pfoten, warum bleibst du denn da? Auseinander! Sie sind auch noch all das Unverschämtheit. Und Sie haben hier gewartet. Halt die Klappe! Idioten, Polizei! Machen Sie Platz, ich muss hier durch. Das ist ein Befehl. Hey, sehen Sie doch in jede Sekunde im Kopf wach. Hey, kommt Sie von meinem Wagen runter. Ein Skandal. Herr Kishon sagte gerade, ich komme auch noch. Die Szene haben wir leider nicht mehr gesehen. Ich komme ja nicht. Jeder Film, ich schreie etwas oder sage etwas, wie der Hitchcock gemacht hat. Sie haben auch mit berechtigtem Stolz gerade gesagt, Oscar nominiert und zwei Golden Globes gewonnen. Und zweimal nominiert. Ja. Gleichzeitig den Nobelpreis für Literatur, den will man Ihnen nicht geben, obwohl Sie so ein erfolgreicher Schriftsteller sind. Das ärgert Sie schon, ne? Nein, ärgert mich nee, gar nicht. Doch, konnte ich überlesen. Doch, wirklich. Aber wieso ich ärgere mich? Jedes Mal, der Menschheit ist 7 Milliarden Leute, ja, Minimum, ja. Und ein bekommt den Nobelpreis. Genau, gerade ich muss es sein.
der mir gebührt, ja. Aber na, wirklich, ja, nach diesen, wie soll ich sagen, Ziffern, ja, was ich erreicht habe. Ja, aber ein Satiriker bekommt es nicht. Wenn man, oder Humorist, ja, es gibt keinen Unterschied. Ja, weil wenn man liest und dann lacht man, wenn man lacht, das ist nicht ernst, das ist kein Literatur. Natürlich, das ist Dummheit, ja, pur, weil der schwerste literarische Form ist, Humor zu schreiben. Also, es gibt keinen Humoristen, ja. Warum? Weil es ist so schwer ist, ja. Aber Mark Twain hat keine Nobelpreis gewonnen, also dieser portugiesische, ich weiß nicht, hat jetzt bekommen. Mhm. Na. Ja, aber böse bin ich nicht. Also, Liebling, in meinem Alter, man muss schon diese Weisheit haben, dass, wie hat der König Salomon gesagt, Eitelkeit, Eitelkeit, alles ist Eitelkeit, das Ende ist immer dasselbe. Ja? Und bei mir ist das Ende viel näher. Erzählen Sie uns was über das Stück, was Sie jetzt inszenieren an der Tribüne. Eine wunderbare Geschichte, der Vaterschaftsprozess des Josef Zimmermann. Ich hoffe, dass die Zuschauer wissen, wer ist Josef Zimmermann. Vielleicht seine Frau kennt man besser. Ja. Maria. Ja. Ja. Außerdem also, hieß Josef, glaube ich, nicht mit Nachnamen Zimmermann. Ich kann Ihnen erzählen. Aber er war Zimmermann. Es ist in Zeitung schon geschrieben, wurde in einer von den Zeitungen. Aber es ist wirklich dann geboren, wenn einmal in eine Angelegenheit. Das war der goldene Kamera, ja? Verleihung der goldenen Kamera. Das habe ich auch bekommen. Und da habe ich, beim Ende, da hat man auch, der Papst hat auch bekommen. Also natürlich nicht persönlich gekommen, aber hat man übergeben und das war aufgezeichnet und projektiert. Und dann bei den Gala, nachdem hat einer witzig gesagt von den Preisgewinnern, das, na, was bleibt uns übrig? Nächstes Jahr muss der liebe Gott bekommen. Einer hat gesagt, will der kommen? Und ich habe gesagt, nein, er will seinen Sohn schicken. Dann hat jemand gesagt, hack ich schon, wirklich glauben Sie, dass er Sohn von Gott ist? Dann habe ich gesagt, dieser Satz, ich weiß nicht, aber nach meinen Informationen, Gott hat nicht Heiratsantrag gemacht zu Maria. Ich schwöre Ihnen, diese Minute ist mein Theaterstück geboren. Dieser Satz übrigens kommt sehr oft zu. Weil ich habe darüber geschrieben, der Josef und Maria, besonders Josef, ja, einen Prozess machen, einen bürgerlichen Prozess machen. Das, warum soll Josef sagen, ich zahle die Erziehung, den Kindergarten, die Schule, alles so, für seinen Kind. Er soll er zahlen, ja, monatlich, was man ein Vater zahlt, so wie es gebührt. Natürlich erscheinen dort auch alle Evangelisten, der Engel Gabriel und auch der Heilige Geist. Ja? Der Satan ist auch persönlich da. Auch die drei Weisen. Und es ist eine bürgerliche Behandlung, wo ist Josef, Maria, Gott, Richter, Gerichtsdiener, ich glaube, so nennt man. Ja, ja, und die beiden haben noch... Gibt es auch eine Anhörung des Kindes? Bitte? Eine Anhörung des Kindes, gibt es das auch? Kommt Jesus auch vor als Kind? Die Kinder werden Nein, auch gefragt. Nein, der Kind ist nur 5 Monate geboren. Ja. Ich rühre es nicht an, das ist ein Baby, ja? Ja. Aber sie haben noch Advokaten. Der Josef hat einen jüdischen Advokat. Gott hat einen Amerikaner, einen Schwarzen. Und die Premiere wird sein am 11. November. 11. November. Uraufführung ist es. 11. November. Ich muss etwas sagen, weil es wirklich gebührt. Ich habe schon inszeniert in ganzer Welt, von Broadway bis Amsterdam und alles. Das ist das Angenehmste, was ich je erlebt habe, wegen dem Theater und wegen der Schauspieler und der Atmosphäre. Ich habe reines Vergnügen. Super. Sie gehen jetzt auch gleich weiter arbeiten in die Tribüne. Die Schauspieler haben zugeschaut. Leute, das war ein Kompliment. Hängt euch rein. Gleich kommt der Chef und dann geht's weiter. Herr Fischer, ja. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke, dass Sie da waren. Nächsten Freitag wieder, 18:45 Uhr. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Schönen Dank. Shalom.